Und hier ist bestimmt irgendwo noch ganz viel Wolle drin, obwohl ich ziemlich viel Farbige dabei hatte. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob es doch okay ist. Und das hier sieht gut aus. Wir machen jetzt schon mal so eine kleine Kostprobe. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin froh, wenn wir jetzt über die 400 hinaus sind, weil so ein bisschen special soll ja immer sein. Hey, hab ich dich? Doch, du bist ja angeleint. Wieso? Dafür muss die Kuh jetzt sterben und du bist schuld. Yeah, Leder. Yeah. Ich töte mal gerade die Kühe, die hier noch unterwegs sind. Ich weiß, die ersten Kühe haben wir dort hinten geholt. Da ist sogar noch was. Pass mal auf. Wir gehen mal gerade ein paar Kühe töten. Ganz spontan heute einfach. Und solange die Ellie nicht da ist, geht das auch noch. Die und ihre orangen Schafe. Das ist wie eine Pest hier. Na gut. Wir lassen sie erstmal leben. Da widmen wir uns vielleicht einem andermal zu, wo wir diese ganzen Viecher umbringen. Hier waren früher so viele Kühe. Deswegen will ich gerade mal schauen, weil ich brauche ja das Leder eigentlich ziemlich dringend, dass ich nicht warten kann, bis ich hier 100.000 Kühe gezüchtet habe. Was wir natürlich auch machen werden. Wie viele orange Schafe, bitte? Da ist eine Kuh. Ich will nicht übertreiben. Was bist du denn für ein süßer Käfer? Oh! Er ist leider tot, aber ich war es nicht. Habt ihr gesehen, bin ich nicht schuld. Ach so, Moment, ich wollte ja eigentlich unnützes Wissen mal vorlesen, ne? So einen kleinen Vortrag. Aber erst esse ich was, denn mit leerem Magen kann ich immer so schlecht lesen. Und dann ist es jetzt soweit. Und zwar, weil es eigentlich ganz gut zum letzten gepasst hat, lese ich das nur kurz vor. Ein Fußbruder gewann in Ecuador eine Bürgermeisterwahl. Da frage ich mich, ist die irgendwie mit dem Hund verwandt? Ja. Aber was viel wichtiger ist, Selfie ist das englische Wort des Jahres. Seine Verwendung stieg im letzten Jahr um 17.000%. Und ich muss sagen, beziehungsweise würde es mich direkt mal interessieren, macht ihr so Selfies? Ich meine, bei Mädels ist das wohl anscheinend noch ein bisschen beliebter als bei Männern. Ich glaube, bei Frauen ist so das Auswahlkriterium, dass man so diese Schnute zoomen muss, dieses Duckface, ja, dass die Jäger denken, sie müssen gleich schießen, um Schlimmeres zu verhindern. Nee, ist echt keine Kuh mehr. Komisch. Und bei Männern ist, glaube ich, auch so das Ausschlusskriterium, dass sie mit nacktem Oberkörper unterwegs sein müssen. Ganz komisch, ja? Man rennt so durch die Wohnung und denkt, mach, ich mach mal ein Bild von mir und dann habe ich leider halt nie ein T-Shirt an. Ja, das ist blöd. Das ist keine Absicht. Das ist wirklich Zufall. Ich kann es echt nicht verstehen. Ich glaube, ich habe einmal so ein Bild gemacht und das ist auch schon ewige Jahre her. Ich hüpfe übrigens, falls ihr es seht, ne? Nur für euch. So. Also einmal habe ich so ein Bild gemacht und da habe ich mich danach schon schlecht gefühlt. Wie ein schlechter Mensch. So, jetzt muss ich aber noch was machen heute, ne? Verdammt. Ich dachte, ich komme mal drum rum, irgendwas zu machen. Ja, aber ein Selfie. Mein Gott. Also erstmal dieses Wort. Ich finde es total schrecklich. Wieso? Warum liegt hier so Zeug auf? Ach so, stimmt. Ich habe ja vorhin schon was verklopft. Ich habe sie alle getötet. So, hier war ich jetzt soweit zufrieden. Ich bräuchte mehr Glowstone, weil dort hinten ja eine Lampe fehlt. Und ich habe auch keins von dem Tropenholz mehr. Es ist wirklich alles verbraucht. Muss ich? Ich glaube, ich hole nochmal Tropenholz, damit ich da nochmal weiterbauen kann. Es ist jetzt so eine kleine Begehung, habe ich eben schon gesagt. Damit ich weiß, was ich noch brauche. Ich könnte ein Bild machen, theoretisch. Jetzt habe ich nur das Holz. Ich glaube, hier ist noch Holz. Denn es gibt ja in dem Texture Pack so was wie Pläne. Ich weiß nicht. Nein, was wird das? Ich dachte, ich hätte die Stöckchen angeklickt, aber anscheinend nicht. Manche Sachen sehen aus wie Pläne und die möchte ich... Ja, komm, zwei Bilder sollten reichen. Mir fehlt ein Stöckchen. Scheiße. Mann. Und zwar möchte ich halt einen Mitarbeitertisch und da... Achso, da kann ich kein Bild hinhängen. Dann machen wir... Nein, hier kommen Mitarbeiterpläne hin. Wo bist du, Bild? Wie weit fliegen diese Bilder? Guck mal, es ist hier hingeflogen und dort drüben liegt es. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein. 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 Komm. Ich weiß auch nicht, warum es hier ein leeres Bild gibt, ganz ehrlich. Wofür braucht man das? Da, das sieht aus wie so Pläne, wo man dran gucken muss. Ah, habe ich heute Schicht? Boah, Schavo, der Sack hat mich wieder für Nachtdienst eingetragen. Ich glaube, das würde da aber besser passen. Ah, toll. Einmal das richtige Bild bekommen und dann... Ja! Haha! Und wir können sogar schlafen. Es ist ja... Es ist wie ein Jackpot. Wie ein Richtiger im Lotto.
mit dem ich mir nichts kaufen kann. Und sonst, ich weiß nicht, ich glaube, man sollte hier so eine Mini-Küchecke hinmachen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, aber dafür ist der Platz echt knapp. Naja, kümmere ich mich später drum. Und dann flitzen wir mal. Ich werde jetzt nochmal Holz holen. Sei es drum, ich brauche es einfach. Sonst wären wir mit diesem Klotz nie fertig. Ohne das teure Mahagoni. Dafür töte ich noch eine Fliege. Die bringen Erfahrung, okay? Interessant, interessant. Ich meine, was will man auch von Fliegen bekommen? Flügel wären super. Wenn ich Flügel bekommen würde, das fände ich gut. Guck mal, Aliens, Schafe eiern jetzt hier überall rum. Das ist ja wie Ostern. Von der Farbe her zumindest. Ich habe ein Schwert. Oh, Schaf, findest du so toll, dass du angelaufen kommst. Oh, was ist das? Das muss ich mir von Namen angucken. Vor allem die Kante. Oh, die glänzt so und die ist so scharf. Aua, sie steckt in meinem Kopf. Und tot. Also nicht untot, sondern untot. Und hier ist auch eine Kuh. Ich finde es eigentlich ganz nett, wenn hier Tiere rumlaufen. Aber Kühe haben im Moment wenig Daseinsberechtigung bei mir. Die müssen im Moment einfach mal hart dran glauben. Es ist leider so. Es wird ihnen nicht so ergehen wie dem Dodo. Jeder, der den Dodo kennt, dieser arme kleine Vogel, der damals ausgerottet wurde. Ja. Dem werden wir nichts hinterherbringen. Wie nennt man das? Dem Beispiel werden wir nicht folgen, das wollte ich eigentlich sagen. Aber ich meine, ist auch ein schlechter Vergleich, weil Dodos legen Eier, ne? Und obwohl Kühe sind an sich ja auch recht zahm. Es ging ja darum, dass die irgendwie... Ja, dass die einfach da waren. Die konnten nicht... Ach so, ach. Die sind noch nicht gewachsen. Schade. Na gut, wir nehmen, was wir kriegen können. Vielleicht wachsen die anderen in der Zwischenzeit. Sonst muss ich mir gleich noch ein bisschen Knochenmehl holen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist das Gute. Wir sind in der Nähe. Sag, was du willst. Das Ganze ist total durchdacht mit der Baumfarm. Sag, was du willst. Da komme ich nicht mehr ran. Tolle Wurst. Jetzt aber, los. Gib mir alles. Sehr gut. Nächster Baum? Na, nächster Baum? Ah, ich bin immer so geizig und ich warte immer auf die Setzlinge. Das nervt bestimmt total, ja. Steht bestimmt immer tausendmal in den Kommentaren. Ich lese ja nie die Kommentare, ich vermute das ja nur. Na Quatsch. Nicht, dass die Leute jetzt wieder Böses denken. Ja, ich muss auch mal den Weg weitermachen und hier... Ach Mann, das ist so viel zu tun. Und ich möchte eigentlich auch so viel machen. Nur jetzt gerade ist es wirklich so... Vor der 400 möchte ich nochmal die größten Löcher flicken. Und dieses L in diesem Flicken, das bleibt, ja. Sonst kriegt Löcher flicken nämlich eine ganz andere Bedeutung und das möchte ich einfach nicht. Ihr Perverslinge. Mann, Mann, Mann. Gut, also Löcher flicken und nach der 400 kann ich mich ja all dem widmen, worauf ich Lust habe. Das ist ja das Schöne. Ach nein, das erste Vieh, was hier stirbt, macht hier so einen Dreck mit der Erfahrung, ne? Mann, Mann, Mann. Ach, das ist schon das nächste. Sehr gut. Skelette braucht das Land. Ich will das nicht. Kann ich das nicht irgendwie ändern? Das kommt ja trotzdem zu mir geflogen, ne? Das ist ja der Scheiß. Dreck. Zwei Knochen. Es ist ein bisschen wenig. Komm. Weil ich's bin. Ja, ich bin mal so. Ich bin mal so frei. So, jetzt habe ich ihn. Das Knüppelchen. Das Pöpelchen. So, jetzt, solange kein Mini-Zombie kommt oder eine Ratte, haben wir eigentlich gar kein Problem. Jetzt, ja gut. Sie können theoretisch auf uns schießen. Das ist... Aber kriegen wir auch nochmal Erfahrung. Ist auch geil. Und die Schwerter verbauen sich auch mal. Alles super. Die können mich sehen. Die können mich sehen. Das ist das Problem. Ich muss hier oben stehen. Nein, ich muss hier oben stehen bleiben. So muss eine Monsterfalle laufen. Ja. So habe ich das gebucht. Achso, ich dachte schon, der verbrennt irgendwie. Was ist denn da los? Man müsste von oben auch irgendwie Sonnenlicht reinfallen lassen. Das wäre auch witzig. Aber ich glaube, das würde auch irgendwie das Spawn ganz schön verhindern. Komm her. Ich hau dir auf die Füße. Es ist so lustig, dass man das machen kann. Stellt euch vor, euch haut immer jemand auf die Füße. Ich glaube, ich wäre ganz schön genervt davon. Vor allem, wenn er dann versucht, mich damit umzubringen. Mann, Mann, Mann. Aber guck mal, wie die jetzt läuft auf einmal. Was ist denn hier los? So viele Viecher. Schon Level 21. Dann kriege ich die Axt vielleicht doch nochmal verzaubert.
Und im Zweifel können wir es ja wirklich so machen. Ich meine, Enchanting Plus sieht jetzt im Moment nicht danach aus, als ob es nochmal auf eine neuere Version kommt, zumindest in nächster Zeit nicht. Dass wir zumindest was Neues craften und dann am Amboss alles zusammenschmieden. Hallo, herkommen. Kommst du runter? Ja, genau. Sonst funktioniert es nicht. Knochen 12. Oh, sehr gut. Das reicht mir schon. Das Ding habe ich jetzt natürlich wieder nicht dabei. Es ist wie immer. Es wird sich hier auch nie was ändern. Und ich glaube, ich muss es nochmal irgendwie bearbeiten. Ich weiß halt nur noch nicht, wie wir das mit den Erfahrungsdingern machen, weil die sind so das einzige Problem. So, und weißt du was? Jetzt mal so ganz, ganz spontan, weil es mich eigentlich schon nervt. Erstmal schalt mal das Ding ab, damit sich im Zweifel ein paar Viecher umbringen. Aber weil es einer im Moment meiner aktivsten ist, jetzt nur mal so ganz spontan, weil es mir einfällt, kommt jetzt hier ein neues Schild hin. Und zwar ist es der Tengu 10 Gedenkstollen. Alle anderen kommen demnächst wieder. Ich habe das vor, jetzt mal wieder ein bisschen voranzubringen, vielleicht im Slog auch mal wieder nach Diamanten zu suchen. Und dann habe ich halt wieder ein paar. Jetzt sind noch eins, zwei. Die werde ich dann wahrscheinlich kurz, oder wir werden das vielleicht in der 400 vergeben, ne? Das ist noch eine gute Sache. So werden wir das machen. Ja, es wird gerade dunkel. Ich glaube, es ist aber noch nicht so weit, oder? Nee, komm. Den Weg hoch schaffen wir noch, dann schlafe ich im Erdbau. Solange ich noch flitzen kann, schaffen wir das auch. Jetzt aber nur mal kurz. Vielen Dank, lieber Tengu, halt auch für deinen Vorschlag, den du uns eingeschickt hast. Für die Hundehütte und so weiter wurde ja berücksichtigt. Die Schneckball kommt natürlich auch noch und alle anderen auch. Nur so nach und nach. Warum gehe ich jetzt doch hier rein? Es ist ja doch ziemlich hell. Ich habe es irgendwie unterschätzt. Und wehe, hier sind jetzt keine Setzlinge. Doch, zwei. Ah, Glück gehabt, mein Freund. Glück gehabt. Ich war auch schon leicht angesäuert. Man nennt mich manchmal auch Schavo süß-sauer. Also weil ich so süß aussehe und auf der anderen Seite so sauer bin. Wenn Leute nicht arbeiten. So. Und dann, genau, dann warte ich, dass der abgeholzt wird oder abfällt, das Laub. Und dann holze ich in der Zwischenzeit den anderen ab. Und sonst müsste ich einfach mal so wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Ich habe jetzt so meinen Uni-Plan bekommen. Ich glaube, wenn ich das aufnehme, ist es eigentlich schon soweit. Das heißt, da war ich schon wieder in der Uni. Das Schöne ist, dass ich nicht den Stundenplan bekommen habe, den ich wollte, beziehungsweise alle Fächer. Und dass ich jetzt so voll den zerfetzten Plan habe. Eigentlich sieht es gar nicht mal so schlecht aus, muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite ist es dann doch wieder doof, weil ich halt, wenn du nicht die Fächer bekommst, die du möchtest, bist du schon leicht, ja, scharf und süß-sauer. Trifft es eigentlich wieder ganz gut. Und deswegen muss ich, weiß ich nicht, das ist dann ein bisschen eine Qual. Vor allem habe ich auch zwei Fächer zur selben Zeit. Und da ich jetzt nicht Hermine aus Harry Potter bin, die dann hier so ein Zeitumkehrgerät bekommt, so eine Zeitmaschine, habe ich damit echt ein Problem. Das heißt, ich muss mich für einen der beiden Kurse entscheiden. Das ist auch blöd. Vor allen Dingen war ich ja jetzt im ersten Semester. Ich bin so hoffnungslos überfüllt einfach. Jetzt fliegt hier einfach mal der Truthahn raus. Ja, Zombiefleisch brauche ich auch nicht. Vielleicht fällt ja noch was Gutes ab. Aber was ich ja sagen wollte, ich bin jetzt im ersten Semester nicht so weit gekommen, auch mit den Klausuren nicht. Das heißt, ich sollte manche Kurse nochmal besuchen, weil ich ja nicht weiß, ob ich sie bestanden hätte. Aber ich hatte ja Wichtigeres zu tun, so mit Krankenhaus und beim Baby sein oder nee, beim Baby bekommen dabei sein. Und deswegen, achso, Moment, wir haben ja Knochenmehl, ne? Habe ich mal gehört. Soll ganz nützlich sein, um Bäume wachsen zu lassen. Ja, und deswegen muss ich jetzt halt richtig ranklotzen. Oh, manchmal geht es voll schnell, ne? Wenn die freistehen. Ja, der hat auch noch. Manchmal mit einmal, das ist echt cool. Der ist ganz schön klein. Ist mir mal so aufgefallen. Noch ein paar Setzlinge vielleicht. Der baut auch noch ab. Dann hole ich mir erstmal die. Aber so ist das halt. Das Leben ist nicht immer so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und deswegen, naja gut, muss ich jetzt ein bisschen mehr reinhauen. Wir müssen mal gucken, wie das mit den Videos wird. Ich denke aber, wenn es da irgendwelche wichtigen Infos gibt, dass mal irgendwas ausfällt, kommen die im Slog. Obwohl ich da halt sagen muss, dass mein Stundenplan eigentlich ziemlich gut aussieht. Dass ich eigentlich auch nachmittags, oder dass ich dreimal die Woche nachmittags auch zu Hause bin. Dass ich auch locker aufnehmen kann und abends sowieso. Ich meine, Minecraft werde ich dann wahrscheinlich so aufs Wochenende verlegen. Mal sehen. Es gibt viele Möglichkeiten.
Man muss halt nur gucken, wie das dann vielleicht mit neuen Sachen wird. Wenn sich Sachen verändern, ist das immer kritisch. Deswegen mag ich es eigentlich, wenn Sachen gleich bleiben, aber es hat sich eigentlich schon zu viel verändert. Ja. Von meiner Arbeit, mit der ich eigentlich ganz glücklich war, die sich dann aber prompt verändert hat und siehst du, dann bist du raus aus der Arbeit und bist plötzlich Student. Blöd. Und da ich ja mal gefragt wurde, wir warten jetzt einfach hier, ich nehme mir das jetzt heraus, hier zu warten. Wie das mit meiner Arbeit war, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, so ein bisschen mit dem Raffi auch, dass es halt auch in der Bank eigentlich ganz cool ist, nur es kommt halt immer drauf an, was man macht. So die Arbeit, die ich früher in der Ausbildung gemacht habe oder auch danach, das fand ich immer toll, aber danach hatte ich halt einen blöden Chef in einer blöden Position. Und dann ändert sich einfach mal so alles. Aber so ist das halt im Leben, ne? Man kann nicht immer das machen, worauf man vielleicht Lust hat. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Dass zum Beispiel, jetzt so als einfaches, banales Beispiel, zum Beispiel euer Lieblingsfußballtrainer vom Verein weggegangen ist und dann war das für euch auch nicht mehr dasselbe und ihr habt vielleicht aufgehört. So könnte ich mir das vorstellen, so hatte ich das nämlich auch mal in einem Verein. Das war so ein... Man kennt das so von diesen alten Leuten. Gerade wenn man jung ist, dann ist das Verein so wie so ein Opa, sag ich mal. So ganz, ganz freundlich, ne? Und der ist so bemüht und fürsorglich. Und dann kriegst du auf einmal irgendeinen, der nicht für deine Generation gemacht ist. Ich sag mal dann so einer, den findest du dann vielleicht cool, wenn du jugendlich bist, ja, so mit Frauengeschichten. Aber da bist du halt zu jung für, wenn der kommt. Und deswegen, ja, für mich war das so damals auch so ein Grund, von Fußball wegzugehen, unter anderem. Ich meine, ich bin nochmal zu Fußball zurückgekommen, aber das hat mich erstmal abgeschreckt. Vor allem, wenn das dann so blöde Leute sind, die einen nicht spielen lassen, ja. Naja, aber wie gesagt, schreibt's mal, würde mich interessieren, ob ihr auch schon so Erfahrungen gemacht habt. Das ist ja total facettenreich. Das muss ja nicht nur Arbeit oder Sportverein sein. Das kann Schule sein, das können Freunde sein und so weiter. Aber na gut, da bin ich einfach mal gespannt, ob mal wieder was in den Kommentaren steht. Mal wieder so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ich bin immer froh, wenn was in den Kommentaren steht. Ich muss immer gucken, wo gerade weg ist, ne? Wie viel haben wir? 64. Kann ich das noch aufnehmen? Wo fresse ich das denn gerade hin? Oder ist der Stack jetzt zufällig wirklich gerade voll geworden? Nee, ach, da bin ich schon beim zweiten, okay.